war ich die Blüten. Genau, Kraftausdauer. Also normalerweise müssen wir alle, wenn wir am Anfang, am Anfang halt mit Sport, geht vor allem darum, dass wir schauen, dass wir unsere Ausdauer und unsere Kraft, unsere Körperkraft, erstmal erhöhen. Es ist ganz logisch, wenn ich zum Beispiel jetzt ein ganz einfaches Beispiel bringe, wenn euer Kind die Flachbank drücken, im normalen Bank drücken, könnt ihr 200 Kilo 10 Mal drücken. Dann ist es unmöglich, dass der Muskel, wo es so dünn ist, da muss ja was da sein, dass du das Gewicht drückt. Es gibt so eine ganz einfache Regel, dass eine Verdreifachung der Kraft, also dreimal so viel Körperkraft oder dreimal so viel Muskelkraft in einem bestimmten Muskel oder in einem bestimmten Bewegungsradius, verspricht eine Verdoppelung des Massezuwachses. Das heißt, dreimal so viel Kraft, doppelt so viel Muskelmasse. Das geht einfach nicht. Er braucht zuerst einmal die rohe Masse. Jetzt bauen wir die rohe Masse auf, dann bringt man, indem man ein paar Zusatzübungen reinbringt, in die rohe Masse die Form rein. Und dann probiert man die Form auszuformen. Und das nennt man dann definieren. Verstehst du? Der Selbstzugang von, ist das jetzt besser, wenn ich die Muskelgruppen zweimal die Woche trainiere oder einmal, wenn ich das meine Masse? Ich meine, normalerweise, also du kannst davon ausgehen, dass der Muskel bestimmt, wenn er genügend gefordert wird in einem Training, bis du 72 Stunden braucht, bis er regeneriert ist. Also nicht bloß, bis er das wieder aufgebaut hat und seine Glykogenreserven wieder nachgefüllt hat, den Muskel, die Woche gebraucht hat, sondern dass er so weit aufgebaut hat, dass er seitliche Schulter. Am dritten Tag mache ich nur die Arme und am vierten Tag nur die Beine. Entweder pausiere ich dann einen Tag oder ich fange wieder von vorne an. Das heißt praktisch, dass ich meinen ganzen Körper zweimal durchtrainiere, aber innerhalb von 8 Tagen, nicht von 7 Tagen, also nicht mehr eine Woche. Versteht ihr mir? Ich komme praktisch nicht mehr auf das normale Maß. Aber es steht ja nirgends geschrieben, dass ein Bodybuilder sich nach einer Woche halten muss. Verstehst du? Also das Trainingsprogramm jetzt genau in einer Woche reinhängt. Das braucht es nicht. Und ich glaube, dass ein Muskel dreimal zu trainieren in der Woche normalerweise ist die Chance. Und vor allem mit der Aufbau. Ja. Aber was. Und auch wenn du mehr auf Diät bist, ist das auch so. Wenn es wieder wo ist, also bei der Diät sind wieder ganz spezielle Sachen, das müssen wir ausprobieren. Weißt du? Wenn einer kann es reinhauen und kann gut sein. Aber du musst immer davon ausgehen, dass du in der Diät baust du normalerweise keine Muskelmasse mehr auf. Da formst du was das aus, das was du hast. Aber zum Aufbauen allein, das ist mit Sicherheit nichts. Soll man da Masse aufbauen, nur mit Grundübungen? Hauptsächlich mit Grundübungen und dann vielleicht leichte Zusatzübungen dazu. Nehmen wir mal an, du hast. Und in wie viel Sätzen und Wiederholungen, das ist ja auch so. Weil normalerweise ist es am besten, wenn du jetzt hergehst und probierst, eine Wiederholungszahl von zwischen 5 und 8 Wiederholungen zu machen. Und bei deiner Grundübung bleibst du bei 3 Sätzen. Das ist am allerbesten. Wir nicht. Nein, brauchst du nicht. Und wenn ich unter der Woche bin und mir denke, jetzt habe ich ein bisschen zu früh gemacht, bin ich ein bisschen zu schlau, dann mache ich schon mit einer oder zwei Tage Pause. Also ich bin nicht so maschinemäßig drauf, dass ich jeden Tag trainieren muss und dass ich da am Morgen wieder nicht trainieren kann. Verstehst? Weil ich weiß, dass es sehr gut ist, wenn man mal auch nicht trainiert. Wenn sich mal ein bisschen Zeit lasse und das Ganze ein bisschen locker oben. Aber mir geht es mehr darum, dass ihr versteht, was ich sagen will, mit dem Zusammenhang von Kraft und Masse und mit den Wiederholungen. Leuchtet das euch ein? Das mit der einen Wiederholung muss ich immer steigern. Und dann gehst du her und tust euch von 80 auf 90 Kilo das Gewicht wieder erhöhen. Und 10 Kilo, das ist aber 8. Später, wenn du auf 150 Kilo bist, dann machst du genau das Gleiche. Also von 5 Wiederholungen bis 8 Wiederholungen. Und steigerst dann von, sagen wir, 150 auf 160 Kilo. Dann ist es aber 15. Was du mehr machst. Verstehst du, das Gewicht wird zwar laufend mehr, aber was du prozentual steigerst dazu, das wird weniger. Verstehst du? Am Anfang ist es ein Achtel, was du mehr machen musst, später ist es nur ein 15, was du mehr machen musst. Und dann vielleicht ein 18 oder 20. Das ziehst du dann auch auf meinen Weg auf andere. Ja, also ich beziehe das jetzt auf die ganzen Grundübungen vom Körper. Wer weiß nicht, ganz Grundübungen vom Körper. Kann man dir auch noch sagen? Dann schult da 35 Sätze, oder? Schult da wieder 30 Sätze, oder? Nein, das ist fast zu wenig. Mit 3 Sätze, also 3 schwere Sätze für eine Muskelgruppe und dann vielleicht noch 3 leichte. Nein, müsst du mir nicht verstehen. Schau, wenn du jetzt hergehst, du machst es kontinuierlich, du machst immer eine Wiederholung mehr. Du fängst mit 80 Kilo an. Gut, am Anfang ist das gemein läppisch, da brauchst du nicht mehr schon umziehen. Also. Da gehst 3 und machst das schon, dann gehst du wieder. Aber später, das Gewicht wird immer schwerer. Das kannst du ausrechnen, wie lange das du brauchst. Du trainierst den Muskel 2 Mal in der Woche. 5, 5, 5. Das ist also. Die nächste Trainingseinheit ist 5, 5, 6. Die nächste Trainingseinheit ist 5, 5, 6, 6. Und dann 6, 6, 6. Jetzt kannst du ausrechnen, wie lange das du brauchst, bis du bei 8, 8, 8 bist. Dann machst du ausrechnen, die kannst du sagen, du brauchst 5 Wochen. Also nach 5 Wochen erhöhst du das Gewicht wieder um 10%. Oder nicht um 10%, sondern um 10 Kilo. Von 80 Kilo auf 90 Kilo.
Gut, das ist auch noch einfach. Dann geht es auf 100 Kilo, dann geht es auf 110 Kilo, dann geht es auf 130, 140, 150 Kilo. Und dann geht es vor allem darum, dass du überhaupt mal die Belastung schaffst. Weißt, dass du die eine Wiederholung überhaupt mehr schaffst. Und das ist ja vor allem so, wenn du kontinuierlich immer eine Wiederholung mehr machst und wenn das Gewicht immer stärker wird, dann wird dein Muskel immer mehr. Weil von nichts kommt nichts. Deine Brust kann nicht so dünn bleiben und irgendwann druckst du mal 300 Kilo auf der Bank. Verstehst du, das wäre ein genetisches Wunder. So was gibt es nicht mehr. Der Muskel passt hier auch. Er passt hier da wieder. Also brauchst du praktisch zusätzlich Vitamin B. Wenn du an Zusatznahrung zu Wort irgendwas nimmst, du brauchst Vitamin E. Und dann ist es eigentlich schon wieder aus. Und normale Multivitamine. Die brauchst du einfach, wenn du erhöhte Anforderungen am Körper stellst. Du musst dir so vorstellen. Unsere ganze Zivilisation, ich meine, gut, einerseits vielleicht in Ehren, wenn wir Schnee haben, wenn wir nicht draußen in der Kälte sitzen müssen, aber macht es doch so, dass uns ziemlich verweichlicht. Sie verweichlicht uns. Es ist ja grob, ich meine, unsere ganzen Böden sind einfach so. Das meiste ist das, womit zu uns Gramm Eiweiß, maximal, alle 3 Stunden optimal verdaut. Ja? Also höchste Optik, wenn ich mir jetzt einen Pump Quark reinhaue, da wo 80 Gramm Eiweiß drin sind, weil das verdaut mein Körper nicht. Ja? Es gibt natürlich ganz schlaue Magazine, die wo schreiben, man kann durch 60 bis 80 Gramm Eiweiß zu sich nehmen, weil sowieso die Hälfte davon nicht da hinkommt, wo es eigentlich hinkommen soll. Und sowieso immer, was die Hälfte verdaut wird. Aber die Hälfte wird da bloß verdaut, weil es überhaupt viel Eiweiß ist. Verstehst du? Wenn es bloß 30 Gramm Eiweiß waren, dann genau die gleiche Eiweißmenge verbraucht werden. Und du kannst normalerweise alle 3 Stunden 30 Gramm verbrauchen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass du nicht in der Früh aufstehst. Nimmst du um 9 30 Gramm, um 2 um 3, um 6 alle 3 Stunden. Um 9 wieder um 2. Und dann gib ich dir noch 1 Stunde, wo du schlafen kannst. Das sind 6 Eiweißmahlzeiten. Das sind 6 mal 30 Gramm, sind 180 Gramm Eiweiß. Mehr wie 180 Gramm Eiweiß braucht gar keiner. Die braucht kein 1,97 Kilo wie der Ralf Möller. Mehr Eiweiß brauchst du nicht. Die Eiweiß ist sogar eher schädlich. Weil das in deinem Körper lauter Schlagbaustoffe bildet, die wo mehr oder weniger deine normalen, deine gesunden Stoffwechselwege einfach verhindern, versperren. Wenn du zum Beispiel jetzt sehr fettreich ernährst, was auch nicht meiner, weil Dinge, sie müssen ziemlich weit rauf mit der Kalorienzahl, das zunehmen, was ja richtig ist. Weil wenn du hergehst und sagen wir mal, heute mal 70 Kilo wiegst und willst große Muskeln aufbringen, dann nützt es ja nichts, wenn du immer bloß so viel Kalorien zu dir nimmst, also so viel Energie an Nahrung zu dir nimmst, das war ausreichend, um deine eigene Körpermasse zu halten. Du musst ja weiter raufgehen, du musst die ganze Gesamtkalorienbilanz weiter oben ansetzen, dass der Körper nachzieht, dass er merkt, er muss schwerer werden. Das gleiche ist für alle, die man abnehmen will, der geht auch her und tut seine Kalorienzahl runter. Weil der Körper, mit der gesenkten Kalorienzahl jetzt nicht mehr auskommen kann. Also muss er hergehen, muss ein bisschen was von sich selber wegnehmen und ein bisschen zehren. Ja. Und jetzt ist es so, wenn du dir jetzt zum Beispiel sehr fettreich ernährst, das ist nachgewiesen, dass Fett absolut leistungsmindernd ist. Also wer sich ziemlich fettreich ernährt, das ist meistens dann so, dass er wahrscheinlich im Laufe komplexe Kohlenhydrate hat. Haferflocken musst du auch nehmen, musst du aber aufpassen, da ist schon wieder ziemlich viel Fett drin, obwohl es essentielles Fett ist. So, ja. Soja ist auch gut. Ja, aber jetzt lasst ihr uns nicht überstreiten. Wie viel Gramm Kohlenhydrate brauchst du jetzt? Was glaubst du, wie viel Gramm Kohlenhydrate, das man normalerweise braucht, um gut aufbauen zu können? Beim ganz normalen Typen, der ungefähr 100 Kilo schwer ist. Dass er gut aufbauen kann, wenn er so mal jeden Tag trainiert. Wie viel Gramm braucht er? 600 Gramm. 600 Gramm. Wie viel Gramm Eiweiß? 130 Gramm. Ja, gut. Weil die meisten setzen nämlich die Kohlenhydrate viel zu niedrig. Und sagen meistens, ja, 200 Gramm Kohlenhydrate oder 300 Gramm Kohlenhydrate, Unsinn. Du brauchst zum Aufbauen. Nimmst du dann, wenn du jetzt auf Diät bist, dann kannst du ja keine 600 Gramm Kohlenhydrate. Ja, aber da muss ich ja nicht mehr aufbauen. Ja. Da muss ich ja nicht mehr aufbauen. Aber ich gehe normalerweise auch in die Diät nach. Gehe mit dem Eiweiß vielleicht ein bisschen weiter runter. Normalerweise, wenn ich jetzt aufbaue, dann nehme ich, sag's mal ganz krass gesagt, wenn ich jetzt aufbaue, probiere ich zwischen 1,5 und 1,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu nehmen. Ferner gehe ich her und nehme zwischen 8 und 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann gehe ich her und nehme ziemlich wenig Fett. Also probiere immer Nahrungsmittel zu nehmen, da wenig Fett drin ist. Das Fett lässt sich auf lange Sicht sowieso nicht vermeiden, weil ein bisschen Fett ist überall drin. Aber normalerweise probiere ich es ziemlich auszuschließen. Und wenn ich jetzt Diät mache, dann mache ich ganz genau das Gleiche, muss, dass ich mit dem Eiweiß ein bisschen weiter runter gehe. Das heißt dann, dass ich jetzt statt 1,5 bis 1,8 Gramm, dass ich vielleicht bloß noch 1 bis 1,2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt praktisch so 100 Gramm am Tag. Und das verteile ich meistens auf 4 Mal. Das ist vielleicht 4 mal 20 bis 25 Gramm.
Und nehme ungefähr 200 bis 300 Gramm Kohlenhydrate. Die 100 Gramm Eiweiß, die nimmt man doch eigentlich mit einer normalen Nahrung zu sich. Die braucht man doch nicht extra noch. Nein, also du brauchst keine Eiweißdings, sonst musst du ja was. Brauchst du nicht. Aber es ist bloß so, weißt du, zum Beispiel Schweinefleisch ist normalerweise für die essentiellen Aminosäuren hier am Flug. Von der Aminosäurenzusammenstellung ist schon ein hochwertiges Eiweiß oder vollständiges Eiweiß. Es sind alle 220 Aminosäuren drin. Aber ganz genau die essentiellen Aminosäuren, die 8 essentiellen Aminosäuren, die sind meistens so niedrig gehalten, dass das doch nicht so ideal ist fürs menschliche, für menschliche Muskeln. Wobei Fisch sogar noch besser ist wie Geflügel, weil Geflügel werden ja auch schon wieder hergespritzt. Wisst ihr zum Beispiel, wie lange das auf Wienerwald hinterlegt? Also die, wo die im Wienerwald gehabt ist. Wisst ihr, wie alt das die hinter sind? Die Händel sind normalerweise im Schnitt zwischen 3 und 8 Tage alt, also 5 Tage ungefähr. Die kommen aus dem Ei raus und bringen die erste Jahr anspritzen. Und später, wenn es geschlacht werden, haben die nicht mehr Feder. Die sind die ja so klar. Die werden bloß hochpeppelt. Die sind den ganzen Tag in so einem Ding drin, die sind laufend am Fressen, hinten am Scheißen und kriegen Spritzen. Verstehst du? Nach 8 Tagen werden sie geschlacht, klar. Oder glaubt ihr, dass die erstmal ein Jahr oder was leben lassen? So lange lebt der Gockel. Jeden Sonntag oder was passt die, so ist es natürlich schon ideal. Also dann nimmt man dann auch kein B-Komplex und gar nichts, da brauchst du gar nichts. Ja. Wichtig ist halt, dass an dem Tag, wo du fastest, auch ziemlich wenig trinkst. Auch ziemlich viel trinkst. Ja, ja. Weil dein Körper durchspülen musst, weißt du? Also zum Beispiel auch die Leute, die Diät machen, die sagen immer, was die essen sehr wenig. Jetzt sind sie dann dort und sitzen immer rum und sind recht arm drüber, weil sie nichts essen dürfen. Sie haben auch, gell? Und es ist so, weil er ziemlich wenig reinkommt, weil sie sich ziemlich wenig bewegen. Fängt der Stoffwechsel allmählich auch immer langsamer zu werden. Er wird immer langsamer und immer träger. Und dass du jetzt einen Stoffwechsel umkurbelst, das ist der beste Mittel, die es gibt, und dass du schnell Fett noch baust, ist einfach das, dass du viel trinkst. Wenn du zwischen 7 und 10 Liter Wasser am Tag trinkst, in der Zeit, wo du Diät machst, und da ist es nicht so schwer, weil du eh wenig essen darfst. Weißt? Wenn du irgendwie einen vollen Bauch hast und zahlst du was mit Wasser, dann geht es dir doch schon wieder ein bisschen besser. Und vor allem spült es deinen Körper durch. Sie nimmt den ganzen Dreck mit, der normalerweise nicht da ist. Also es kann natürlich sein, dass Leute jetzt die Mutter kannst, der Nahrungsaufnahme einstellen. Also dass du praktisch weniger Kalorien, Gesamtkalorien zu dir nimmst, wie du überhaupt brauchst. Dann nimmst du ab. Aber du kannst dahergehen und kannst deine körperliche, also das was du machst, deine körperliche Leistung durch irgendwelche aeroben Übungen nur erhöhen. Also du kannst zum Beispiel hergehen und kannst eine Stunde lang Radl fahren, bei mäßigem Tempo, das verbraucht ungefähr 800 Kalorien. Dann kannst du dir ungefähr ausrechnen. Wenn du ein bestimmtes Körpergewicht hast, sagen wir mal 100 Kilo, dann brauche ich jetzt, sagen wir mal, für meine 100 Kilo brauche ich 3500 Kalorien, dann halte ich mein Körpergewicht. Gehe jetzt 500 Kalorien weiter runter, gehe auf 3000, nehme ich schon langsam ab. Und wenn ich jetzt noch mehr runter gehe, dann ich noch schneller ab. Ja? Jetzt gehe ich aber nicht nur weiter runter, sondern gehe hier und tue dafür nur Radl fahren. Dann nehme ich auch wieder ab. Und so kann man das laufend anpassen. Verstehst du mich? Auf der anderen Seite weniger essen, auf der anderen Seite ein bisschen mehr machen. Und du nimmst laufend ab. Und so Radikalkuren, das ist ja eh nichts. Von 3000 Kalorien auf 400 Kalorien runtergehen oder so, weil da haust du am Funk. Kannst ja nur durch die Bewegung das Fett abbauen. Nicht nur, auch durch die Diät. Würde die Diät schon lang oder? Die Diät würde normalerweise schon reichen, wenn es richtig angesetzt ist. Aber es ist normalerweise für den ganzen Organismus schon besser, wenn du hergehst und machst irgendwelche aerobischen Übungen dazu. Ob das Radlfahren ist, Seilspringen oder Laufen oder. Irgend sowas halt. Oder kannst du hergehen, kannst mehr oder weniger aerobische Übungen machen, in Form zum Beispiel, dass du 3 oder 4 Bauchübungen zusammenstellst und die in einem großen Riesensatz durchmachst, weißt du? Ohne Pause. Und das wollen wir auch schon. Sowas wäre auch. Aber das sind natürlich immer eine Frage, die nicht Programme machen, sondern auf einen längeren Zeitraum. Weil der Körper spricht nicht darauf an, wenn du einen Tag mal was anderes machst. Schau, wenn du jetzt hergehst und fastest halt mal, dann wirst du wegen dem auch mit dem Körper immer gleich bleiben. Ja, das ist du? Einmal ist ein bisschen mehr, einmal ist ein bisschen weniger, aber das Körpergewicht hält sich ungefähr immer gleich. Was, wenn du es mal eine gewisse Zeit lang machst? Dann geht der Körper drauf ein. Am Anfang schaltet er immer auf Schuhe, dann macht er immer auf ganz blöd. Dann tut er so, wie er gar nichts merkt hat und läuft normal weiter im ersten Moment. Und das ist halt immer eine Frage, dass du es länger machst. Normalerweise, wenn du heute halt in komplexer Form, und ihr könnt ruhig 200 Gramm Kohlenhydrate im Tag zu euch nehmen, und ich spiegel hier nehmt es ab. Aber bloß halt in Form von Kartoffeln, bei ein bisschen Obst, Knies, solche Sachen. Langkettige Kohlenhydrate ist. Am Anfang ist vielleicht das Reim von der Ernährung her, weil es ist ja meistens, du kannst irgendwo reichen, kannst du schnell kaufen, du musst es meistens selber machen. Das ist oft ein bisschen umständlich. Aber es ist so, dass der
gut, manche Leute essen es auch nicht so gern, dass sie mit Gemüse essen und so. Aber es ist erstmal so, es ist keine Hungerdiät nicht, es ist nicht so, dass du laufend Hunger hast, weil Gemüse hat ziemlich wenig Kalorien, ist ja bekannt. Und du kannst eigentlich da schon ganz schön viel essen, bist eigentlich immer satt und dir geht's gut. Du bist wirklich vital, verstehst? Weil du deinen Körper nicht überlastest durch das, dass du zu viel isst. Wenn du halt hergehst, dann haust du richtig voll und musst du nicht mehr viel machen. Dann bist du gut sitzen. Verstehst du die Ausrede? Und du bist ja wesentlich vitaler, wenn es weniger ist. Aber du musst es richtig essen. Also 200 Gramm Kohlenhydrate, 60 Gramm Eiweiß umeinander und so wenig Fett wie möglich. Multivitamine dazu nehmen und ganz normal trainieren. Und wenn man merkt, dass das nicht so hier mit abhauen, also mit dem Fett abnehmen, dann gehen wir vielleicht hier und tue zwei oder dreimal in der Woche ein bisschen laufen oder sonst irgendwas oder Radl fahren. Und dann nimmt es bestimmt ab. So kurze Zeit. Ja, klar, der Muskel. Ja, das ist das Problem. Weil der Muskel ist darauf ausgelegt, dass er hohe Belastung im Feld hat. Wenn jetzt der, wo seinen Arm so hoch hebt, dann ist es einfach so, dass es die Blutzufuhr zum Arm, durch das, dass der Muskel kontrolliert, einfach abdrückt. Normaler, der hat eine Dauerbelastung, der macht das den ganzen Tag. Ja. Und so ein normaler, der normal ist ein Ausdauermuskel. Ein Ausdauermuskel, der ist glatt und kann halt irgendwas immer machen. Zum Beispiel so ein Boxer. Die haben meistens, die haben zwar grob dünne Wadeln meistens und die sind grob kernig und die können halt immer springen. Zum Beispiel der Sprinter, der hat auch brutale Wadeln. Aber der kann nicht so lang hüpfen, weil es eine Wadelprall wird. Die hat einen Wadelzwinger, weil die Blutversorgung nicht da ist. Aber er kann halt in einer kurzen Zeit eine grobe Kraft rausholen. Und das kann einer, der mal Ausdauermuskeln hat, so gesagt nicht. Also mein, wenn es natürlich tatsächlich so sein sollte, dass ich nur noch auf den Rücken schlagen kann, dann ist es ja eine ziemliche Einschränkung auch in meinem Leben. Ne? Das ist eine ziemliche Einschränkung. Das ist ja nicht irgendwie anzusehen. Ja, das weiß ich auch mit Sicherheit nicht für gut. Was ich im Großen und Ganzen ich muss erklären will, das ist das erste mit den Satzwiederholungszahlen. Ich sollte es euch erleichtern machen, es soll erleichtern gehen. Verstehst du? Ich würde es ja normalerweise ziemlich ökonomisch trainieren. Das heißt, ich würde es mit dem kleinstmöglichsten Aufwand, den größtmöglichsten Nutzen erzielen. Was ja zwangsweise immer am besten ist. Und es soll ja so sein, dass ihr euren Körper als Komplex in der Gesamtheit entwickelt. Also das ist eigentlich auch so was, wie die Frau zuerst gesagt hat, dass sich das nichts ausmacht, wenn sie mal Deckersteiger sind. Also das heißt, dass ihr ruhiger die Zeit euch nehmen sollt und andere Sachen, wie Schwimmen und Laufen und solche Sachen, auch machen. Weil das macht erst eigentlich einen ziemlich vollständigen Athleten aus euch. Also schon ein viel andere Sachen auch machen. Ja, wie kann man das alles schaffen? Da gehen dann die sekundär männlichen Geschlechtsmerkmale. Wie Bartwuchs und hier eine Stimme, das, dass der Po irgendwie aggressiver ist, das halt anders ist. Die kleinen Unterschiede, verstehst? Die wollen unterscheiden, das ist der androgene Effekt. Dass der Mann zum Beispiel ein bisschen dünnere Haut hat von Haus aus wie eine Frau. Oder eine Frau von Haus aus ein bisschen dickere Haut. Das sind ja androgene Stufen. In den anabolen Stufen ist das mehr oder weniger bloß die aufbauenden Stufen. Frauen stehen ja auch zum Beispiel Testosteron her, genauso wie ein Mann Östrogene herstellt im Körper. Muss halt, dass ein Mann ziemlich wenig Östrogene herstellt, viel Testosteron normalerweise. Und bei einer Frau ist es umgekehrt. Es steht mehr Östrogene her, wenig Testosteron. Und Testosteron ist eigentlich das einzige Hormon, das vom Muskelwachstum direkt zusammenhängt. Desto mehr Testosteron, das da ist, desto mehr kann der Körper aufbauen. Wir können zum Beispiel eine Frau nie so aufbauen wie ein Mann. Weil eine Frau einfach keine männlichen Hormone nicht in dem Maße drin hat, wie es ein Mann drin hat. Und Anabolika ist ganz einfach so gemacht worden, dass im Laufe der Zeit ist es immer mehr passiert. Also immer mehr geschenkt, dass man den anabolen Faktor ziemlich abgrenzen kann und den androgenen Faktor ziemlich niedrig halten kann. Die ersten Anabolika, die es gibt, das kann man auch bloß sagen in Anführungszeichen, Anabolika, das waren ja noch mehr Testosteron. Da waren vielleicht zwei Teile Anabol dabei, ein Teil Androgen. Nicht zum Beispiel werden von bestimmten Pharmaherstellern schon Sachen rausgebracht, die wo Anabol zu Androgen 1 zu 100 haben. Verstehst? Also 100 Teile Anabol aufbauend, muss ein Teil Androgen. Das könnten sogar theoretisch auch Frauen nehmen. Das ist aber so, wenn du jetzt so eine Zeit nimmst, ja, und nimmst du so eine Reihe zu dir oder nimmst du das mit irgendeiner Spritzenform zu dir, dann ist das so, dass die Hormone, die du im Blut hast, die gehen, alles was du im Blut drin hast, geht laufend durchs Gehirn. Du hast im Gehirn die Drüse, die Hypophyse, die misst immer ganz genau, wie viele Hormone, und zwar von allen möglichen Hormonen, ob die Schilddrüsenhormone sind oder was auch immer, dass sie im Blut drin sein müssen. Wenn die jetzt das künstliche Hormon vorfinden, dann checken die das nicht, dann checkt das die Hypophyse nicht, dass es jetzt ein künstliches Hormon ist. Die meint jetzt, dass die Hoden zu viel Hormone produziert, was aber gar nicht der Fall ist. Verstehst? Und das regt sich jetzt gemein auf, die Hypophyse, und schickt zu viel Hormone ab an die Hoden und sagt zu den Hoden, ihr müsst die Produktion ein bisschen bremsen, ein bisschen einstellen, ihr produziert es ja schon.
Aber so ist es ja nicht. Aber klar, die Hypophyse kommt ja nicht auf den Gedanken, dass du so blöd bist und du hast keine Außenhormone drauf bringst. Also wenn jetzt zu viele Hormone da sind, dann denkt sie sich natürlich, dass unten zu viel produziert wird. Und die Anabolikas, die bauen normalerweise schon auf, aber mit Sicherheit nicht in dem Maße, wie die Leute immer meinen. Also man baut nicht grenzenlos auf mit solchen Dingen. Jeder Mensch hat eine genetische Grenze, über die kommt er nicht raus. Normal ist die genetische Grenze ein bisschen weiter unten angesetzt, aber andere ein bisschen weiter oben. Du kannst im Anabolika die genetische Grenze ein bisschen eher erreichen. Aber ich möchte sagen, mehr wie 20% bringt das mit Sicherheit. Und es ist so, dass beim ersten Mal immer bringt es immer ziemlich viel. Wenn man noch nie was genommen hat, weil es absolut neu ist für den Körper. Das zweite Mal, wenn du es nimmst, bringt es schon immer so viel. Drittes, vierte, fünfte Mal, der Körper hat sich schon immer mehr daran gewöhnt und bildet immer mehr Antikörper gegen das. Ja? Und der Körper spricht auf die Hormone nicht mehr so gut an. Er hat höchstens nur darauf ansprechen, wenn du immer mehr und mehr Hormone zuführen darfst. Also mit Dosierung immer weiter raufgehen darfst. Aber dann ist wahrscheinlich eher der Leber kaputt und der Bauchspeicheldrüse und alles andere, wie was der Muskel wächst. Weil sowas geht natürlich auch grob auf die Leber. Ja? Das sind ja grobe Hämmer für die Leber. Das ist immer der größte. Komm, geh doch gleich damit zu. Also. Ja, logisch, ich mach gleich mit. Und drei getroffen. Sportart zu rechts. Ja, Hamburg. Ja. Ja. Ich bin wieder gefragt. Also ich meine, Arzt kriege ich alles. Ne? Nee, der hat nicht so eine Ahnung. Okay, er hat schon eine Ahnung, ein bisschen. Ne? Aber irgendwie für die anderen. Er sagt dir das und das. Und viele, weil das die anderen nehmen. Aber genau, wie er sich auswirkt, das weiß er auch nicht so genau. Und das möchte ich dir nicht so gern sagen. Wir müssen ihn mal in Ruhe wieder reden. Okay?
mal Beine. Sind zu glatt noch. Oh, macht ja nichts. Ja. Thank you.